Naja, aber ist ein Sturm aus dem Nichts war. Wieso? Woher kam er? Das kann doch nicht sein. Hier waren 10 Tage. Lara! Was zum Teufel ist passiert? Dieser Sturm, er kam aus dem Nichts. Die Wolken haben das Flugzeug eingehüllt. Lara, hör zu. Ich habe den Absturz gesehen. Du musst also in meiner Nähe sein. Komm einfach nur zu mir. Okay. Bin unterwegs. Okay. Stoßen Sie wieder zu Roth. Hier drüben! Hab sie angeführt! Seil, neue Ausrüstung erhalten. Weg nach oben geben. Okay. Seilpfeil. Drüben ist noch eine orange Küste. Komm her. Nach oben. Jetzt kommen wir hier durch. Waffenmodifizierung verfügbar. Wieso geht's hier hoch? Zum Einhaken sein. Aha, und jetzt kommen wir darüber. Das ist nicht schlecht. So, hier durch. Zum Bergdorf. Bergdorf. Wie gut, dass wir da raus sind. Kann man wohl sagen. Es sah so gut aus. Und dann war da dieser Sturm. Er kam aus dem Nichts. Es war nicht deine Schuld. Ich hab sie hergerufen, Rod. Hey, wir finden einen Weg. Mayday, Mayday. Hier Copilot Jessop von Flugzeug N177A. Hallo? Hallo, hören Sie mich? Ich wurde schwer verletzt und brauche dringend Hilfe. Ist da jemand? Captain Jessop, hören Sie mich? Ich habe ein Rauchsignal entzündet. Bitte. Verdammt, er hört mich nicht. Ich muss zu ihm. Nein. Da ist sein Signal. Wir müssen uns um unsere Leute kümmern. Und uns sammeln, wenn wir Sam wieder haben. Ich kann ihn doch nicht einfach im Stich lassen. Ich gehe jetzt zu ihm. Manchmal ist es notwendig, Opfer zu bringen. Du kannst nicht jeden retten. Ich weiß, was es heißt, Opfer zu bringen. Nein, das waren Verluste. Opfer zu bringen ist deine Entscheidung. Verlust passiert dir einfach. Ich habe entschieden, ihn nicht sterben zu lassen. Okay. Dorfausblick.
Ausrüstung. Was können wir denn noch machen? Höhere Schussfrequenz. Okay. Eine höhere Schussfrequenz. Polierter Auswerfer. Und dann... Captain Chisholm. Dann schauen wir mal, ob wir den guten Chisholm helfen können. Japanische Truhe. Eine Art Mörser und Stößel. Wahrscheinlich für das Zerreiben von Heilkräutern. Aha. Ist da jemand? Roth? Ich bin hier, Reyes. Wie ist die Lage? Wir sind einer Gruppe Männer zu einer Art Stadt gefolgt. Dieser Ort ist verrückt, Roth. Was zum Teufel machen die hier? Ich weiß es nicht. Und ich will es auch nicht wissen. Irgendwas von Sam oder Whitman? Noch nicht. Ist Lara bei dir? Ja, wir steigen bald den Berg runter und stoßen dann zu euch. Okay, wir gehen ein Stück näher ran. Halte diesen Kanal frei. Wie zum Anzünden. Wir haben 2 von 2 Teile für den Bogen. Also nur noch ein Lager, um ihn zu modifizieren. Da ist das Signal. Das Signal. Captain Chisholm. Hoffentlich können wir ihm noch helfen. Komm schon, wir müssen zurück. Ja, ja, warte, bis ich fertig bin. Noch eine Statue. Ach, das kennen wir doch. Da waren wir schon mal, aber da müssen wir nicht hin. Wo geht's weiter? Hier. Da unten ist noch eine gelbe Kiste. Das doch mal an. Das geheime Grab. Nun, wo sind wir denn hier? Deckungsgut. Hier geht ein ziemlicher Wind. Sachen in die Wände gemeißelt.
Halle des Aufstiegs. Lage. Erstmal zu diesem Lager. Recurve-Bogen, Waffenmunition. So, Schlangenbogen zu Recurve-Bogen. Schlüsselringabzug. Abzug aus einem Schlüsselring, der eine noch höhere Schussfrequenz ermöglicht. Sehr schön. Ja. Wieder ziemlich rein. Boah. Es gehörte früher zu Yamatai. Durchsucht. Sehr schön. Eins von drei Teile gefunden. Handfeuerwaffe. Bergdorf Geocaching. Tricks. Na, dann meistern wir doch mal. Lara ist nun abgehärtet und kann ihre Kletteraxt im Kampf einsetzen. Drücken Sie F in der Nähe von Feinden, diese Axt anzugreifen. Die Kinder sind von Dremels, um sie zu betäuben. Ist immer gut. Je präziser eine Waffe, umso effektiver die Waffe. Aber ich würde sagen, wir gehen hier mal wieder zurück. Ich hoffe, das hat uns jetzt nicht zu viel Zeit gekostet. Das ist ein zu finden oder zu helfen beziehungsweise sogar zu retten.
rüber. Das anzünden. Oh, noch eine Statue. Und darüber. Da drüben war ein Mist. Habe ich das richtig gesehen? Es ist Zeit, dass ich diese verfluchte Insel verlasse. Ich habe genug von Yamatai gesehen. Ich kann die Macht der Sonnenkönigin nicht erklären, aber sie stammt nicht von dieser Welt. Wie vermutet, kannte sie mein Ansinnen schon, als ich die Insel erstmals betrat. Sie hat mich manipuliert, um zu erfahren, welche Informationen ich suche. Aber sie wusste es immer. Sollte ich diesen Ort lebend verlassen dürfen, muss ich meinen Herrn warnen, dass wir Yamatai um jeden Preis meiden sollten. Wollen wir Zugang zu ihrem Meer, sollten wir bezahlen, was sie verlangt. Aber wir sollten die Sonnenkönigin niemals brüskieren, denn das wäre unser sicherer Untergang. Von dem, was ich sonst gesehen habe, jenen finsteren Schrecken, kann ich nie widersprechen. Dieser Botschafter, er fand einige Dinge. Dort. Eierwilderin. Eier gestohlen. Ich muss darüber. Komm weiter. Komm. Komm. Oh. Gott sei Dank, die Kletteraxt. Captain Jessop! Wo ist der hin? Hat uns von dem Flugzeug erzählt. Keine Sorge, wir kommen schon von hier weg. Hoffentlich. Habt ihr was von Sam gehört? Ihre Spur führt zu einem alten japanischen Palast. Das klingt gar nicht gut. Hey, keine Sorge. Sie macht sicher nur eine Besichtigung. Du bist ein schlechter Lügner, Alex. Ihr müsst da drin vorsichtig sein. Viel Glück. Ausgedorrte Schlucht. Diese Ruinen sind älter als die Kofun-Periode. Ich weiß noch nicht, was das heißt, aber... Eine Pilgerfahrt. Oh, ist sehr, sehr alt. Eine Königin. Himiko? Oh my God.
Kind hast du mir ziemlich viel Ärger gemacht. Aber du bist ebenso naiv und berechenbar. Tötet sie! Das sind sie, Messias! Japanisch. Hua. Nicht mehr helfen. Aber was sind diese Ohnmächte? Dämonen. Japanische Mythen. Das ist keine Realität. Kloster an der Schrot. Schrotmunition. Das sind japanische Soldaten. Alles. Hoffentlich funktioniert das Ding. Schützengraben-Schrotflinte. Sie suchen nach mir. Ja, dann sollen sie mal kommen. Ich hasse Gräber. Eine Sonnenkönigin und ihre Sturmwache. Ist es das, was ich gerade gesehen habe? Himiko, die erste Sonnenkönigin. Das ist Yamatai. Du bist wirklich hier. Und wirklich, wirklich tot. Sieht aus wie ein Feuerritual. Ein Opferritual. Schrecklich. Aber warum wurden die Frauen verbrannt? Eine Reise. Eine Pilgerfahrt nach... Ist das dieses Kloster? Wasser eingießen.
Aber warum? Und da bist du, Königin. Moment. Da wird kein Wasser eingegossen, sondern Macht übertragen. Das ist ein Aufstiegsritual. Die Wahl deiner Nachfolgerin. Da ist sie! Oh nein. Oh Gott. Volle Drossel, fügt einen alternativen Feuermodus hinzu, wenn durch die Größe reichere. Geschützter Laufmantel. Mobilierter Bolzen, gepolsterter Griff. Können wir irgendwas machen? 230 sieht schlecht aus, würde ich sagen. Wirklich böse Kräfte? Der Wind. Das ist doch nicht normal. Kann man hier die Fenster aufmachen?
Nochmal. Ach, Moment, das sind drei Seiten. Bei dir? Nein, ich habe das Funkgerät einer Wache gestohlen. Eine Wache? Ich wurde entführt. Was? Wo bist du? Ich weiß nicht. In einem japanischen Palast. Sie reden immer über ein Feuerritual. Lara, ich habe eine Scheißangst. Scheiße, da kommt jemand. Sie dürfen nicht sehen. Sam! Wie auf dem Bild in Himikos Grab. Roth, bist du da? Ich bin unterwegs zum Palast. Wenn Sam recht hat, werden die anderen auch dort festgehalten. Ich komme zu dir und wir gehen zusammen rein. Ein Feuerritual. Bergabhang.
Gerade als ich dachte, es könnte nicht mehr schlimmer werden. Was waren das für Dinger in dem Kloster? Sie waren gekleidet wie die Sturmwache und ihre Geräusche waren fast unmenschlich. Scheiße. Hör dir mal selber zu, Lara. Du kennst die Dad. Es ist, als wären sie Überreste einer untergegangenen Zivilisation. Okay, jetzt sehe ich wirklich wieder. Ich weiß nur, dass sie diese Männer getötet haben. Und sie würden sicher nicht zögern, mich auch zu töten. Daran darf ich jetzt nicht denken. Sam ist in Schwierigkeiten und ich muss sie zurückholen. Sie verlässt sich auf mich. Schussfrequenz. Klebeband Doppelmagazin. Nehmen wir mal das hier. Ein Schlüsselringabzug. 5 von 10. Und bevor wir wieder weitermachen, bevor wir zu Roth stoßen und Sam retten, mache ich in diesem Lager Bergabhang. Und keine Pause. Bis zum nächsten Mal.